Haben wir 1 gegen 1 schon mal gegeneinander gemacht? Nee, ne? Bis jetzt noch nicht. Ich bin mal da rasiert, glaube ich. Ich bewerte wie EA, weißt du, deswegen, das soll ja spielen. Ach, du arbeitest da? Ja. 70, das ist wirklich. Ich fange gleich an zu weinen hier. Hallo 05er, wir sind hier wieder heute versammelt zu einer Rating Prediction für FIFA 23, das bald vor der Tür steht. Wir haben ja einmal Maxim und Anton. Servus. Und ihr dürft jetzt einmal gegenseitig eure Footkarte präsentieren. Einmal hier Leitsch seine Karte und einmal die Karte von Stach. Also Tempo mache ich bei dir zum Schluss, ne? Weil da muss ich mir noch Gedanken machen. Ja, ich fange bei dir tatsächlich mit Tempo an. Ja. Also ich habe schon gehört, dass du relativ schnell bist. Ja. Aber halt. Ist das so schnell 39 oder was? Nein. Also schon, ich sag, du hast schon ein gutes Tempo, bin ich ehrlich. Rennst halt auch viel hinterher dann wahrscheinlich mit dem Ball. Ja. Wenn du den Ball verlierst oder. Ja, wie immer. Da musst du schon schnell sein, deswegen. Schon so eine gern gespielte Karte. Ja. Was aber ist, was Silber, ne? Oder? Silberkarte? Ja, Silber. Silberkarte mit viel Tempo, so kann ich sagen. Ja, so, bei dir vor allem mal hier an. Das ist sehr realistisch. 77 gebe ich dir. Nee, darf ich ja noch gar nicht sagen, ne? Vielleicht habe ich ja auch verarscht. Also schießen. Ich hatte dich noch nie schießen sehen. Okay. Ja. Boah, so. Hast du guten Schuss? Verpasst. Hast du einen guten Schuss? Brutal. Echt? Ja. Links und rechts, beides? So einfach nur stramm schießen, so in Mitte, ist gut so. Geschwindigkeit, ja. Voll spannend. Da wird er nicht begeistert sein, glaube ich. Haben wir 1 gegen 1 schon mal gegeneinander gemacht? Nee, ne? Bis jetzt noch nicht. Immer da rasiert, glaube ich. Muss ich jetzt sagen, wegen der Kamera. Natürlich. Ja, okay, du hast mich krass rasiert. Ich bin nett zu dir. Ich kann nicht sagen. Nationalspieler. Ich fühle mich an, als ob ich irgendwie... pushen, weißt du? Wenn ja jetzt keine Karte geben als Nationalspieler, wo du Müll bist. Das kann ja schon nicht sein. Ich kann die Zahlen gar nicht richtig. Ich habe so lange nicht mehr geschrieben, gefühlt. Ich kann die Zahlen gar nicht. Boah, Tempo, ne? Ohne Spaß. Ich weiß echt nicht, ob du schnell bist oder normal. Ja, hast du mich noch nie richtig laufen sehen, leider. Nee. Du schießt da mal, aber. Also, ich habe schon ein sehr gutes Tempo eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das meine, also ehrlich jetzt. Warst du letztes Jahr hier auf der Karte gut im Tempo? Also da wurde letztes Jahr alles gewürfelt bei mir. Gewürfelt? Da würfel ich jetzt auch. Ich hätte schießen, glaube ich, 5 oder so. Ich weiß noch nicht, was dir geben wird. Ich muss erstmal hier fertig machen. Ich gucke mir noch ein bisschen hier dein Gesicht an. Das finde ich besonders schön. Schön, ne? Ja, danke. Also du hast auf jeden Fall schon mal jetzt ihm einen besseren Schuss gegeben als er dir. Ja, das war mir klar, ne? Aber bisschen besser ist er schon, aber obwohl, mit einem Tor letzte Saison, das ist schon wenig, ne? Für einen offensiven. Ich habe ja nicht offensiv gespielt. Hä? Ich habe Sechser gespielt, du meinst. Ja, du musst ja trotzdem offensiv werden. Hast du unsere Spiele nicht geguckt oder natürlich, was? Natürlich, offensiv ausgelegt bist, ja. Jetzt gerne noch ein kleines Downgrade gegeben. Also, ich würde mir eine schlechtere Karte als letztes Jahr geben. Ich glaube, da hatte ich 69. Ich habe 69. Ja, klar. Also was hattest du letztes Jahr? 72, 73? Ja, nein, sowas. Du spielst kein FIFA? Nee, letztes Jahr nicht mehr. 87 Pace hattest du letztes Jahr auf der Silberkarte. Weißt du, hast du einmal eine gute Pace-Karte und dann spielst du das Spiel, ja? Und ja, wie gesagt, Jahr, pass auf, dieses Jahr so 79. Ja, wie gesagt, wurde halt gewürfelt, ne? Ja. Das ist jetzt Silber noch. Eins Ach, das ist Silber. Eins vor Gold. Okay. Ab 75 ist Gold. Wie ich noch. Alter, warte mal kurz. Warte mal kurz. Was? Was ist denn das? Oh, schau mal. Drauf, was ihr euch da gegenseitig so gegeben habt. Tempo 69. Das ist schon früh. Also ganz ehrlich, ja, wenn ich 69 hab. Also ganz ehrlich. Naja, du musst schön lassen. Dann hast du 73. Ich muss hier irgendwo, muss ich ja auch irgendwas schlechter machen. Ja, weißt du? Aber das ist ich soll nicht alles gut machen. 69. Ja. Aber bei mir ist jetzt halt wegen emotional bin ich ein bisschen angeknackst. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen weniger. Ich 73 aufgeschrieben. Ja, ist nicht schlimm. Kein Problem. Schuss kriegst du 57. Aber du hast nur noch 38 gegeben. Was? Du hast ihm 38 gegeben. Ja, was? 57, ey, das ist fast 20. Ich hab den härtesten Schuss mit Abstand. Ja, aber das hält ja, was bringt dir das, wenn du kein Tor hast? Schusskraft? Zählt nicht mehr rein? Hä? Schusskraft? Schusskraft, Schussgenauigkeit. Ja, Genauigkeit ist viel wichtiger. Ich habe so einen guten Schuss, wann willst du mich verarschen? Ja, im Training, aber muss auch mal im Spiel zeigen. Die Leute sehen das ja nicht im Training. Die Leute also, wenn du mir 57 gibst, dann müsste ich dir minus 5 geben. Alter, das ist ja Wahnsinn. Die 50 schon.
Ich bin jetzt auch. Bist du jetzt alles gut? Nein, nein, ist nicht gut. Da hast du ein Tor letztes Jahr gemacht, zu wenig, weißt du, deswegen. Ich habe meine Schüsse an. Also ja. Die Torhüter waren da teilweise Welttorhüter, Mann. Ja, klar. Gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen. Ja. Immer eine Inform bekommen, wenn du geschossen hast, gell? Hä? Immer eine Inform. Mal zum Passwert. 70. Ja, das hast du mal reagiert, ey. Was haben wir hier? Noch 76 bis 81. Das ist ja schlimmer als ein Restaurant-Kritiker, ehrlich. Hat Biss geschrieben, hat er auch nochmal. Ja. Downside. Ich hab dich viel zu gut bewertet, Mann. Was ist das? Du kannst niemals besser passen als ich. Also, niemals. Ja, einfach zu gut bewertet, ist doch nett von dir. Ja, ich glaube auch. Ja. Die Laune geht langsam runter. Ja, aber ich möchte eigentlich wieder durchstreichen. Nein, du bewertest ja nicht wie EA. Ich bewerte wie EA, weißt du, deswegen. Das soll ja spielen. Ach, du arbeitest da? Ja, ja, ich weiß nicht, okay, was die Werte dir geben. Deswegen habe ich das auch dann so wie FIFA 23 dann nahe. Okay. Ja, gut, dann ist okay. Nee, ich habe dir eine. Ja, 76. Ich würde eher dann 76 sagen. 70, das ist wirklich. Ich fange gleich an zu weinen. Nee. Aber Dribbling bekommst du hier 78, das ist schon sehr gut. Dribbling, sag ich ehrlich, ist der einzige Wert, der in Ordnung ist bis jetzt. Was? Ja, von denen, die du gesagt hast. Bis jetzt. Ja. 78 ist top, ne? Ja. Ich hab dir zwei, du dribbelst ja nicht. Ja, das ist in Ordnung, ne? Das ist so ein Standardwert, denke ich. Defending 64, das ist sogar relativ ähnlich, wie es auch letztes Jahr war, glaube ich. Ja. Wie EA wieder, ne? Füße 77 und 76, ungefähr gleich. Da zählt ja Flanke sein, ne? Das ist ja Stärke, Ausdauer, Sprungkraft. Ja. Ist ja nicht nur, wie man eben in Zweikämpfen ist, sondern geht noch so hinaus. Weil das passt schon, dass ich einfach einen mehr habe. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich habe die Karte wie EA gemacht. Deswegen kriegst du. Vielleicht ich habe die Karte so gemacht, wie du meinst. Genau. So als Freunde. Perfekt. Also, vielen Dank, Jungs. Danke, dass ihr hier wart. Die Karten könnt ihr gewinnen in einem Gewinnspiel. Das beschreiben wir euch noch alles. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit FIFA 23. Für euch auch.